Einen wunderschönen guten Tag hier aus Regensburg. Mein heutiger Gast heißt Timo Killer. Was er macht, können wir gleich besprechen. Killer jetzt im Ernst. Ja, das ist wirklich mein echter Nachname. Ist nicht zum ersten Mal, dass jemand verdutzt ist, wenn er das hört? Ich finde es mal lustig, weil die fragen immer, ob ich Amerikaner bin. Echt? Mit dem Nachnamen, ja. Aber ich denke immer, so in Amerika heißt doch keiner Killer. Ja, genau. Es ist echt ein deutscher Nachname. Das ist lustig. Der kommt aus so bei der Schwäbischen Alb. Gibt es eine Ortschaft, die heißt wirklich Killer. Und das ist. Okay. Wir sind jetzt bei Radio Gong im Funkhaus Regensburg. Du bist hier Radiomoderator und bald Fernsehstar. Kann man das so sagen? Star? Thomas Gottschalk ist ein Star. Okay. Ich weiß, also Newcomer. Newcomer. Ja. Bei RTL. Richtig, ganz genau. Ich habe dich bei Guido Knopp angekündigt, letzte Folge, und habe gesagt, nächste Generation, Wissensvermittlung durchs Fernsehen bei RTL. Schwer vorstellbar. Du machst da zwei Sendungen, Loop und Zip. Was ist das? Das sind... wie du sagst, Wissenssendung auf jeden Fall. Allerdings nicht irgendwie sowas wie die Sendung mit der Maus, sondern wir richten uns, sagen wir mal, stark an Jugendliche und sind dadurch auch eigentlich eher ein Lifestyle-Wissenschaftsformat. Also wir sagen nicht nur, und der Ball ist rund und das Tor ist eckig, sondern wir versuchen das so irgendwie mit Entertainment noch irgendwie so ein bisschen zu umspielen. Also nicht so wie die ganzen typischen Wissenschaftssendungen, sondern mit, sag ich mal, mit Leuten oder auch mit Experten, die in unserem Alter sind. Also die das gut vermitteln können, die das so erklären können, dass man es auch versteht. Also schon so wie die Sendung mit der Maus, nur für Teenager halt eben. Okay. Ja. Das ist so auch mit so Adventure-Abenteuergeschichten verbunden, ja, mit genau. Aus dem Flugzeug springen und so. Habe ich gelesen. Das durfte ich bisher jetzt noch nicht machen, aber das ist, was ich auf jeden Fall ausprobieren will. Weil bist du schon mal aus dem Flugzeug gesprungen? Noch nicht. Nee. Weil ich stell mir wirklich so die Frage, wenn ich aus dem Flugzeug rausspringe mit so einem Fallschirm. Mhm. Wenn der sich nicht öffnet, dann öffnet sich ja irgendwann so ein anderer automatisch. Aber warum macht er das? Also pfeift es dann irgendwie ab einer bestimmten Höhe? Und das sind die Fragen, die in der Sendung... Ja, so auch. Also ich stelle mir dann Fragen und denke mir so, jetzt habe ich voll den Adrenalinkick, was passiert da eigentlich in meinem Körper? Oder wie kann ich das blocken? Mhm. Also für Menschen, die Höhenangst zum Beispiel haben, ist es ja ganz wichtig, dass sie eben nicht diesen Adrenalinkick bekommen. Und im Grunde, also unsere Sendung baut sich immer auf einem YouTube-Video auf. Und wir stellen uns dann zu diesem Video Fragen. Mhm. Aber halt eben nicht nur, warum fliegt das Flugzeug, sondern auch die Menschen, die eben drin sitzen, wie kann man das trainieren, wie lange braucht man dafür. Und dann eben auch so Sachen, was passiert im Körper zum Beispiel. Also nicht immer diese Standardfragen, das wird, glaube ich, so das Wichtigste zu sagen, dass man nicht diese Standardfragen dann immer stellt. Hättest du vor 7 Jahren gedacht, dass du irgendwann bei RTL so eine Wissenssendung machst? Nee, das habe ich auch nie gedacht. Also das war... Sehr viel passiert dieses Jahr. Okay, also du kommst ursprünglich aus Darmstadt. Genau. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, ich kenne das, also ich kenne den Schlosskeller da, Party. Studentenbar. Ja. Genau. Und dann bist du nach Bayern. Nach München. Nach München, warum? Ich war immer schon so, ich wollte schon immer viel erleben. Also ich wollte nicht irgendwie, man muss dazu sagen, dass ich ja nicht direkt, also ich komme aus einem Ort neben Darmstadt, also aus Griesheim, so 28.000 Einwohner. Mhm. Und ich wollte nie, sag ich mal, dort den Rest meines Lebens verbringen, mich verbeamten lassen und was ich im Rathaus arbeiten, von 8 Uhr morgens bis um 3. Ich wollte immer unterwegs sein, ich wollte irgendwas erleben, ich wollte auch andere Städte sehen. Ich habe München immer schon so gesagt, München wollte ich schon immer mal hinziehen, es ist eben eine saubere Stadt, die Leute sind stylisch. Und dann hat es mit dem Job auch relativ gut dort gepasst gehabt. Und dann bin ich 19 in die große, weite Welt raus. Ja. Da hast du wo gearbeitet? Bei der Bravo. Bei der Bravo. Ja, tatsächlich. Knaller. Ja, früher noch selbst gelesen und dann dort gearbeitet. Ja, Was hast du da gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter schon davor. Mhm. Und bin dann halt dorthin als Mediengestalter. Und habe dann aber auch Leute kennengelernt, die Bravo gestaltet haben, als ich die noch gelesen habe. Und das war halt so für mich so krass.
irgendwie damals so Britney Spears Hochzeit, ne? Und da hat die damals schon gearbeitet dort. Das fand ich dann so cool, Okay. dass man die dann mal trifft, die dann die Poster gemacht hat, die bei mir im Zimmer hängen. Cool. Wie kam's von der Brau, wie kamst du zum Radio? Ich habe ja eigentlich den Plan gehabt, dass ich in München dann zum Radio will, ne? Und das hat aber dann am Anfang nicht funktioniert, deswegen bin ich dann zur Bravo. Und dann habe ich aber durch einen Freund ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk bekommen. Wo man immer anfängt mit Praktikum, ne? Und dann, das fand ich dann ziemlich geil. Da habe ich gedacht, cool, das willst du jetzt erstmal machen. So die nächsten paar Jahre. Und dich mal ausprobieren. Ja, und das hat dann, und dann war ich irgendwie drin. Und seitdem bin ich auch nie wieder rausgekommen. Und dann jetzt vom Radio zum Fernsehen. Hättest du das gedacht? Nicht so schnell. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mit 24, also vor allem nicht bei RTL. Das hätte ich niemals gedacht. So vielleicht irgendwie. Ich hätte ja so was Kleines geträumt, irgendwie sowas bei ZDF Neo oder sowas. Irgendwie so eine coole Talksendung, irgendwas. Ja, Die holen sich was ja ganz viele Kleines. jetzt. Wie dich, so bei ZDF Neo oder so, aber RTL. So mal Nachwuchs, ne? Ruft da jemand an oder was passiert da? Von RTL Ja, aus? ja. Wie Nee, das war. funktioniert Das sowas? war das ist wirklich so total standardmäßig über ein Casting abgelaufen. Echt? Ja. Das ist echt so ein Casting in Berlin, war das. Von der Produktionsfirma aus. Die halt eben die Moderatorin von dieser Sendung schon hatten. Also ich habe noch eine Co-Moderatorin. Die stand schon fest. Und jetzt haben sie noch einen männlichen Gegenpart gesucht. Und dann haben sie ein paar Leute eingeladen, die vom Typ her zu der Sendung passen können, aber auch zu ihr, weil, also das war denen ganz wichtig, dass dieses Team, was, also nicht nur, dass die Moderatoren zusammenarbeiten können, sondern dass halt auch der Kameramann sagt, okay, der passt auch vom Typ her und von, der ist nett, der ist freundlich, mit dem kann man arbeiten. Und das hat anscheinend funktioniert. Und es geht los am 23. November. Genau, 9:15 Uhr, samstags morgens. Okay. Entweder kommt man vom Feiern oder steht schon wieder auf. ja, was erwartet einen am 23. um 9:15 Uhr, wenn man einschaltet? Eins ist sicher, ich schalte da ein. Ich habe jetzt vorletzte Sendung Katrin Gebbe interviewt. Die hat einen Kinofilm, da geht da auch, also ich gehe, guck mir morgens deine Sendung an und abends Abends gehe geht ich es ins ins Kino. Kino. Genau. Das ist ja die, also die Pilotfolge, ne? Also so eigentlich so eine der Folgen, die ja wirklich am aufwendigsten auch produziert ist, natürlich, ne? Also diese Wissenschaft halt eben natürlich und das, der Lifestyle. Und was echt cool ist, wir haben mit echt coolen jungen Leuten gedreht, die Highline, also die, kennst du Slacklines? Also die so zwischen so einem Baum spannst Okay, im ja. Park und dann läufst du da drüber und die machen das aber in, nicht nur irgendwie in 1 Meter Höhe. Die haben in, ich weiß gar nicht, in was für ein Land das war, die sind da in, was, in mehreren 100 Metern Höhe über ein Seil gelaufen, was auch echt lang war und das machen wir jetzt in Berlin auch. Kann man sich gar nicht vorstellen, wo kann man denn in Berlin was aufspannen, ein Seil hinhängen. Das geht aber wirklich. Ich kann Görlitzer Park vielleicht Twin so. Towers, Treptower Park. Ja, sowas. Genau. Genau. Ich bin total gespannt. Mich würde aber interessieren, wenn du merkst ja jetzt, dass Dinge passieren. Bravo, Radio, Fernsehen. Was glaubst du, was wird noch passieren? Du bist 24. Was kommt auf uns zu mit Timo Killer? Das. Ich schalte, sagen wir mal, ich schalte in 15 Jahren den Fernseher an, wenn es sowas noch gibt, also Fernseher in 15 Jahren. Und dann kommt. Na, 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 mit Timo Killer. Was passiert da? Was sehe ich? Welchen Kanal schaltest du denn Das würde mich ein? interessieren. Was meinst Ach so. Oh, du? okay. Ah, aha. Das ist echt schwer zu sagen, weil ich so. Also das mer man merkt ja, ich habe das ja nie so geplant, ne? So was ich. Was Aber wird man passiert? dich erstmal in einem Medium, also in das sendet, sehen? Ich hoff's. Ja? Ja, also ich hoff's schon. Das ist dein Lebensding schon. Ja, wobei ich immer so gesagt habe, wenn ich Fernsehen mache, dann irgendwas, wo man nicht berühmt wird. Habe ich mir immer gedacht, weil dann du kannst auf der Straße rumlaufen. So wie Crow, ne? Hat eine Maske auf, wenn er so abhat, erkennt niemand. Und dann einfach so eine Sendung, die nicht so viele Leute schauen eigentlich. Das habe ich mir so gedacht, das ist ja eigentlich ganz geil, weil dann kannst du einkaufen gehen. Niemand fragt dich. Weiß ich nicht, was könnte da kommen? Also so Unterhaltung ist natürlich, finde ich auch schon mal cool, ne? So Ja. Talk-Unterhaltung und sowas.
Weiß nicht, mit was mit so 15 Jahren hast du gesagt? Bin ich ja schon 40. Ja. Was mache ich denn? Da mache ich Politik. Irgendwas, irgendwie Politik. Ja. Irgendwie so eine Mit politische Sendung. Rentenbeauftragter Angela Merkel. So, die übernächste Generation Maischberger oder so. Das wäre cool. So eine Sendung. Findest du die gut? Ja. Ja. Ja, ich finde die, weil die. Die macht das nicht so steif. So wie. Ich war letztens bei Günther Jauch bei der Auf, also nicht der, bei der Aufzug, bei der Live-Sendung im Gasometer in Berlin. Der ist ja auch schon lustig, ne? Aber ich finde ihn halt auch immer nur so lustig so vorneweg. Also wenn der irgendwie die Zuschauer so, wenn die Kamera ausbegrüßen, danach ist er immer so steif da. Und das ist sie, finde ich, gar nicht. Finde ich schon eine coole Sau. Ich finde die auch total Du hast sie ja klasse. schon mal getroffen auch, ne? Ja, die ist toll. Für mich war sie ganz wichtig. Sie hat ja so Gespräche geführt und hat das gefilmt und so. Das fand ich gut, nachahmenswert. Wir sind in diesem Radioraum. Was sollen diese CDs hier eigentlich? Die sind uralt, ne? Das Ja. ist echt. Jetzt im Ernst, es ist 24. Ich Ich weiß, was kenne sie CDs sind, aber noch. was soll das? Ich kenne die echt noch. Weil mit denen haben wir früher echt gearbeitet, ne? Also man sieht ja hier auch, so diese ganzen Nummern, ne? Die sind alle durchnummeriert. Und überall auch den Spinnenweben. Nee, die benutzen wir nicht mehr. Also. Willst du mal jetzt selber, kannst du mal gucken, was drauf ist Warte, auf ich den guck mir an. CDs. So. Oh, was hast du denn? Ah ja. Was ist das? Rendezvous Fuchs? Rendezvous Fuchs ist gut. Also, wenn wir das abgedreht haben, der Typ, der das Video schneidet, heißt Fuchs. Echt? Ja, hat jetzt super gepasst. Grüße. Du wohnst jetzt dann nicht mehr in dieser gigantischen Stadt, wo du hingezogen bist, von dem Vorort in Darmstadt nach Griesheim, München. genau. Jetzt geht's nach Berlin. Also da wohne ich auch schon. Das ist Ja. so. Ich finde das ist so lustig, ne? Irgendwie so mit, wenn du so 15 bist, dann sagst du, du willst nach Berlin ziehen, nach München ziehen. Und dann umso älter man wird, jetzt wohne ich in Berlin und denke ich mir so, wie geil ist das denn, diese Stadt? Die ist total, durch diese ganzen unterschiedlichen Viertel mit, dann hast du Kreuzberg, dann hast du Mitte, dann hast du Prenzlauer Berg mit den ganzen, wo ja wirklich alle zugereist sind. Das fasziniert mich, also diese Kultur, dieser, ist ja eigentlich ein Kulturschock, muss man ja fast sagen. Es ist nicht Ach, München. genau. Aber das finde ich so toll, dass halt der Bürgersteig halt einfach noch 15 Meter breit ist, so wie die A3 zum Beispiel. Und da ist das dann einfach scheißegal, ob da ein Graffiti an der Wand ist. Oder was habe ich letztens gesehen? Da stand eine Matratze. Mitten auf der Straße an so einem Baum angelehnt, Matratze. Und da war mit Graffiti an dieser Matratze in der Mitte ein Strich durchgezogen. Und dann da waren da oben drei Punkte, unten zwei. Und da war das einfach ein Dominostein. Also haben den einfach den Müll halt angesprüht. Wie geil ist denn das bitte? Und das ist Ja. schon eine tolle Stadt, Berlin. Dein Lieblingsstadtteil? Kreuzberg. Ja? Ja. Eine witzige Story von mir. Ich habe in Stuttgart gelebt. Da haben die mir erstmal erklärt, da bin ich neu hin. Meine Vermieterin hat gesagt, hier gibt es Kehrwoche. Oh Kennst du ja, das? ja. Und ich fand das gar nicht schlecht. Eine ganze Stadt hat ein System, wie sie die Stadt sauber halten und alle beteiligen sich dran. Und dann bin ich von da aus nach Kreuzberg gezogen. Und da gibt es ein System, wie alle Beteiligten gemeinsam eine Stadt dreckig halten. Aber irgendwie auch bunt dreckig und so wie mit Dominostein. Hast du dich da dann angepasst auch? Oder hast du die Kehrwoche Im weitergemacht? Ernst, ich hab oft in meiner Nachbarschaft erzählt, Kehrwoche, wollen wir es mal probieren? Hat sich nicht durchgesetzt. Du bist da jetzt wie oft in Berlin im Monat? Also wir haben jetzt schon relativ viel gedreht. Jetzt war ich dann relativ, jetzt in 2 Wochen im Monat immer meistens da. Jetzt haben wir erstmal dann so ein bisschen Drehpause, dass wir dann irgendwie mal ein bisschen da runterkommen können, uns irgendwie auch ein bisschen entspannen können und uns dann wieder auf die anderen Sachen zu konzentrieren. Ich glaube, jetzt drehen wir echt lang nicht. Und dann drehen wir wieder 10 Folgen pro Jahr. Für mich als jemand, der sowas nicht macht, wie findet so eine Produktion von einer Sendung statt? Habt ihr Außenaufnahmen? Ja, das ist das finde ich das Geile fast nur. Das mag ich. Also Wie ich. groß ist so ein Team? Du eigentlich gar nicht so groß, ne? Also man denkt dann immer, wenn du beim Fernsehen denkt man so, ah, dann haben die da ja mindestens 80 Redakteure da sitzen, die eine Sendung schreiben. Nee, wir haben wirklich dann immer pro Folge verschiedene Redakteure. Also pro Folge, ein Redakteur macht eine Folge. Und dann hast du einen Kameramann, einen Tonmann. Manchmal haben wir noch eine Praktikantin mit draußen dabei.
Und meistens dann nochmal eine andere von den Producern. Und dann halt wir zwei. Und das war's. Wir haben ja nicht mal eine Maske. Wir schminken Nee. uns selbst. Nee, wir machen das alles selbst. Wahnsinn. Ich habe gar keine Maske, aber es ist. Es ist. Brauchen wir ja auch nicht immer. Nee, nee, aber. Also ein ganz, Cool. ganz kleines Team, das ist so schon total familiär. Ja? Ja. Ich finde das super. Also so richtig schon. Ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Berlin komme, mit den Drehen bin, dann freitags traurig, wenn wir Drehschluss haben und dann wieder alle wieder weg sind und dann erst so in 3 Wochen oder so oder in 2 Wochen sieht man sich wieder. Man denkt ja, es gibt so Kabale und Liebe mäßig, also dass immer so Intrigen und Stress in der Medienwelt. Schon Den gibt es Begegnungen? bestimmt. Ja. beim Fernsehen noch nicht. Nee? Nee, beim Aber Fernsehen beim nicht. Radio noch schon, Beim oder? Radio macht man so Erfahrungen auch öfter. Ja? Ja, klar. Ich frag da jetzt nicht Also ich sage besonders. jetzt nicht, also hier im Sender jetzt nicht. Ja. Also in dem nicht, wir sind ja auch ein relativ junges Team. Aber es gibt Sender, wo du echt kämpfen musst auch. So echt Dass du, Mobbing und ja. so. Und Ellenbogenprinzip. Echt? Ja. Gibt es einige. Größere. Ja. Cool. Du bist ganz viel unterwegs, ich bin ganz viel unterwegs. Treffen wir uns wieder? Gerne. Wo Weißt suchen wir du, uns eine Stadt aus? du hast auch Berlin gesagt, ne? Berlin wäre Berlin ist auch möglich. toll. Wo ist dein Lieblingscafé? Ist das in Kreuzberg? Oh, ich habe in jedem Stadtteil mindestens zwei Lieblingscafés. Da gibt es halt auch immer so geilen Cappuccino in Berlin. Kreuzberg. Ich lade dich in einen Café ein in Kreuzberg und kommt überraschend. Das klingt echt Lass gut. dich mal drauf ein. Also, du hast Kreuzberg beschrieben und so ein Kreuzberg sollst du bekommen. Kreuzberg ist So toll. Echt so Dominosteinkaffee-mäßig. richtig so runtergekommen auch. Das Ja, ist geil. da bin ich oft, ja. Das ist echt cool. Gibt es in München so nicht? Nee, gar nicht, ne? Das ist echt, doch, ich habe da mal eins gesehen. Doch, in München habe ich ein einziges Café gesehen, was so aus so Berliner Style hatte. Niederlassung hieß es, glaube ich. Und da wurde sonntags abends mit der Tatort übertragen, mit Public Viewing und sowas. Und dann auch angehalten und dann wurde dann darüber diskutiert, wer jetzt eigentlich dann der Mörder ist. Das ist aber das Einzige, was ich kenne in München. Sonst. Und es fehlt da halt echt so dieses. Ja, dieses Dreckige einfach. Jetzt kommt, probieren wir mal eine Sache. Ich glaube, ganz wenige von meinen Zuschauern würden RTL gucken. Macht, dass sie Lust bekommen, samstags um 9:15 Uhr zu gucken. Allein das ist ja schon schwierig, ne? Leute dazu aufzufordern, samstags morgens um 9:15 Uhr aufzustehen. Das ist so ja, weil es einfach mal was Neues ist. Also das ist echt das, ich glaube, das ist das Wichtige zu sagen, dass es echt, dass wir uns an dieses, sag ich mal so, ja, an Medium 2.0 anpassen, dass wir halt echt viel also mit Internet halt machen, dadurch, dass wir diese Videos nehmen, die wir finden, die meistens halt die meisten Klicks haben, und uns dazu die Fragen stellen und nicht, dass dann irgendwie, was weiß ich, der und der hat uns eine Frage geschickt und diese Frage behandeln wir, sondern dass wir halt echt uns auf diesem neuen Medium Fragen stellen. Also ich kenne fast keine oder relativ wenig Sendungen, die sowas machen. Ich werde mir die Sendung angucken und einen Kommentar unter dieses Video schreiben, wie ich die Sendung fand. Ihr seid herzlich eingeladen, Ähnliches zu tun. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich habe das Gefühl, dass du in den nächsten Jahren einen spannenden Weg machen wirst. Habe ich immer das Gefühl. Ich habe manchmal so Politiker am Anfang gehabt, wo ich wusste, wenn der so ist, dann wird das spannend. Und so ein Gefühl habe ich auch bei dir. Meinst du echt? Ja, und Das kann man selbst schwer einschätzen, ne? und mit allen Tiefs und Hochs, also das sage ich gleich vorab. Und ich bin gespannt. Wir sehen uns in Berlin. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe. Oh. Bitte um drei kurze Assoziationen. Sex. Die Zahl, oder? Okay, Nein, eine nicht die gute Zahl. Antwort. Nee, Sex wichtig. Ja? Wichtig, gehört zum Leben dazu. Ich glaube, also, sonst ist man nicht glücklich. Zweiter Begriff, Workaholic. Anstrengend. Bin ich ja selbst, das ist ja das Schlimme. Stress, Burnout. Man verliert sehr viele Freunde durch so einen Job. Das muss man, das hab ich auch bemerkt. Gut, dadurch, dass ich auch so früh weggezogen bin, ne? Also. Aber das ist schon
Workaholic ist schon nicht so toll eigentlich. Aber bist du ja auch. Dritter Begriff, Antrieb. Oh, die Freunde, die ich noch habe. Ja? Ja. Also wenn du, ich meine, du hast ja jetzt auch echt viele Tiefs und die, wenn die dich dann immer wieder, wenn die sagen, ey, pass auf, der macht der Job doch trotzdem Spaß, du, wenn du das siehst, was dabei rauskommt, oder irgendwie auch dieses immer hin und her fahren und nur unterwegs sein, was ja manchmal echt anstrengend ist, wenn du irgendwie im Hotelzimmer vereinsamst, um auf dieses Wort Sex dann wieder zurückzukommen. Und dann geben doch die Freunde, die ich dann, die trotzdem noch die Freunde geblieben sind, die geben einem ganz viel Antrieb. Ja. Super. Dankeschön für dieses erste Kennenlernen. Hat mich gefreut. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Dankeschön. Gerne. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Ihr merkt, ich bin noch ein bisschen verkühlt, erkältet. Dankeschön. Zwei haben mir so Genesungswünsche geschickt. Das war voll süß. Echt jetzt? Ja, ach, so cool. Ein Gedicht. Aber dankeschön. Und mein nächster Gast ist, wir bleiben im Fernsehen, der Wettermann Carsten Schwanke in München. Der ist cool. Ja? Ja, vom ARD Morgenmagazin so auch manchmal. Ja, genau. Ja, den finde ich super. Der ist es. Bis zum nächsten Mal.